habe mir ja vorgenommen, dass ich in diesem Jahr nicht mehr mit so viel Fleisch kochen möchte. Es ist total schlimm, wenn einem so viele Leute beim Kochen zugucken. Und deswegen habe ich heute mir noch einmal vorgenommen, mit Fleisch zu kochen. Ich habe Angst vor Tofu. Ich kenne Jan noch nicht so besonders gut. Heute eingeladen ist die Fußballnationalspielerin Laura Freigang. Ich glaube sogar, dass der Jumbo mit der Nationalmannschaft vorm Studio wartet, bis sie fertig ist mit Kochen. Und dann geht's nach Australien und Neuseeland zur Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht genau, warum Jan im Fernsehen kocht, aber ich hoffe, dass er kocht, weil es ihm Spaß macht. Ich hasse Ingwer-Schälen, sag ich ganz ehrlich. Ich koche heute eine Spinat-Lachs-Lasagne. Es gibt heute Chicken Tikka Masala. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsgerichte. Mit frischem Spinat, Parmesan und Lasagne. Mehr gleich, wenn Laura Freigang kommt. Yes! Hat funktioniert. First try. Laura Freigang, herzlich willkommen. Dankeschön. Danke, dass ich da bin. Wir haben uns zum allerersten Mal in unserem Leben überhaupt ever jemals begrüßt. Und dann so mega geil. Ja, also oben und unten funktioniert selten. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich meine, es ist nicht meine Privatküche, aber meine Berufsküche. Aber ich fühle mich schon im Grunde genommen wie zu Hause. Ich muss direkt zu Beginn sagen, the elephant in the room. Ich habe absolut keine Ahnung von Fußball. Ich habe absolut keine, du spürst auch absolut keine körperliche Dominanz. Gar nichts. Sondern es ist einfach, ich möchte einfach nur kochen. Was hast du denn heute mitgebracht? Du, ich mache etwas, was ich auch noch nie gemacht habe. Aber es ist mein Lieblingsgericht. Meine Mama macht es immer. Es ist eine Spinat-Lachs-Lasagne. Moment mal, das heißt, du machst heute zum allerersten, du kochst was zum allerersten Mal im Fernsehen? Ja. That's a bold move. Ja, I know. But that's bold. Ich glaube, es wird funktionieren. Ich habe schon 100 Mal gegessen. Was hast du da? Also Lachs natürlich. Lachs, dann Parmesan. Fun Fact, ich komme gerade aus dem Urlaub. Ich bin eben gelandet. Aus Rom. Mhm. Ich habe den aus Rom mitgebracht, den Parmesan. Nicht im Ernst. Das ist echter römischer Parmesan. Aber Moment mal, Parmesan ist doch aus der Region hier. Aus der Parmesan-Region. Kannst du nicht einfach so richtig beeindruckt sein, dass ich aus Italien... Mega geil. Also krasser fände ich es, wenn du auf dem Parmesanrad aus Rom hergefahren wärst. Ich habe den auch auf gar keinen Fall am Flughafen gekauft. Ich habe den auf jeden Fall in so einem ganz kleinen, so eine Oma. Ja, genau. Und die, die nur eine Kuh hat und nur ein Rad pro Jahr herstellt. Ja. Ein bisschen außerhalb von Rom. Aber mega geil. Und man sieht ihn ein bisschen anders. Der ist schon so ein bisschen im Rucksack gewesen. So Rucksackkäse. Cool, du solltest super. Beeindruckt. Ich bin total beeindruckt. Okay. Bei mir gibt es heute. Ich wollte gerade fragen. Ja, pass auf. Bei mir gibt es heute Chicken Tikka Masala. Oh, weil ich gedacht habe, es ist wahnsinnig schönes Wetter draußen. Und es ist so ein Gericht, ich kann davon so viel essen, bis ich tot umfalle. Du bist offensichtlich nicht Vegetarierin? Nee. Geht auch keine. Ich war mal vegetarisch, aber dann, ich war auch mal vegan. Ich habe alles schon ausprobiert, aber ich bin großer Chicken-Fan. Tikka Masala, super. Nur zur Einordnung, ne? Du bist ein absoluter Fußballstar. Du bist Stürmerin. Du spielst bei Eintracht Frankfurt? Bei Eintracht Frankfurt, genau. Und bist da Vizekapitänin? Ja. Und du bist aber auch eben Fußballnationalspielerin? Mhm. Und hast schon 100 Tore geschossen? 102. Sorry, okay. Nein, Spaß, keine Ahnung. 100. Wie viele Tore habe ich geschossen? Ich weiß es nicht. Ich habe gelesen, dass du über 100 Tore geschossen hast. Ah, das kann sein. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also wirklich nicht. Wirklich nicht? Das ist jetzt kein gespielter irgendwie. Okay. Und du kommst aus Kiel. Was mir erstmal schon mal ganz grundsätzlich... Kiel. Ich glaube, wir sprechen dieselbe Sprache. Der echte Norden, sagt man, glaube ich, in Schleswig-Holstein. Ja, deswegen, ich sage auch immer Moin. Also ich bin jetzt schon 5 Jahre in Frankfurt. Da sagt man Gude, glaube ich. Ich kann mich nicht dran gewöhnen. Ich sage immer Moin. Und wenn man Moin sagt in Frankfurt, so um 15 Uhr, sagen die immer, ja, guten Morgen zurück. Und dann wundern sie sich das gar nicht. Moment, was ist doch gar nicht guten Morgen. Ja, ja Leute, man sagt einfach Moin den ganzen Tag. Aber ich finde es total sympathisch. Ich finde Norddeutsche sympathisch. Darf man das sagen, wenn man Norddeutsch ist? Norddeutsche sind sympathisch. Man kann sagen, man findet sich selber sympathisch, natürlich. Man kann auch sagen, wenn man gefragt wird, ob man 100 Tore geschossen hat, nein, und 102. Kann man auch sagen. Das ist eine Frage, wie das dann imagemäßig rüberkommt. Das musst du dann wissen. Ich meine, du hast angefangen, ich habe nur mitgemacht eigentlich. Okay. Dann würde ich sagen, legen wir erstmal los. Ich habe ein bisschen was zu schnibbeln. Musst du mal schnibbeln oder musst du einfach nur... Ich habe schon angefangen, aber ich muss den Lachs würfeln. Du, ich muss auch hier ein bisschen drauf gucken. Erstmal langsam. Ich habe kein Rezept, das kann also bei mir dann du nur schief gehen. Du machst Freihand? Ich mache aus dem Kopf und zum allerersten... Du bist ein guter Koch, oder? Nee, ich bin kein guter Koch. Ich tue immer nur so. In Wirklichkeit klaue ich mir die Rezepte panisch 3 Tage vor Aufzeichnungsbeginn zusammen. Guck mal, was dann passiert. Jemand legt die ganzen Mengen für dich zurecht und nein. Kippst es zusammen. Was ich jetzt zuallererst mache, liebe Laura, ist, ich werde jetzt Senfkörner rösten. Ich brauche nämlich zu Beginn von Chicken Tikka Masala eine Gewürzmischung, mit der das ohne die das gar nicht geht. Ja. Kriegst du eigentlich vom DFB Rhetoriktraining, so wie Thomas Müller?
dass man immer nur so Stanzen hinterher, wenn man gefragt wird, sagen darf. Wir haben schon so Medienschulungen gehabt tatsächlich, aber da standen dann eigentlich nur so Sachen drin wie, ja, vielleicht jetzt nicht Mitspieler und Trainer irgendwie vor Kamera zur Sau machen und wir sind ja ein Team. Und okay. Aber ich finde, wenn man ein bisschen ein Gewissen hat und einen Teamgedanken, dann macht man es eigentlich automatisch. Ja, das nicht. Stimmt. Eigentlich, aber ja, wir hatten schon, der eine Satz, an dem ich mich erinnern kann, ist immer Think before you post, der ist leider hängen geblieben. Think before you post gilt auch für Kommunikation außerhalb des Internets. Eigentlich gilt es immer einfach Think before you und dann oder pass auf, blank. Wir verkürzen es. Think. Just, das ist, aber just das ich, think. Keine Ahnung, manchmal das hast du auch bestimmt auch, Leute fragen dich nach einem Lebensmotto oder so. Mein Lebensmotto ist Think. Und wie läuft's so? Ja. Ist auch anstrengend, ne? Ja, ja, leider ist es sehr anstrengend, weil viele Leute selbst mit diesem einfachen Wort nicht einverstanden sind. Ich habe jetzt hier einen Esslöffel Senfsaat und du hast jetzt gerade Lachs in Würfel geschnitten. Ja, das und lag da. Ich dachte, ich mache schon mal fertig. Ja, wir brauchen viel Lachs, dann schmeckt Lachs ist Geschmacksträger. Genau, Lachs ist da viel Fett drin, ne? Und jetzt muss ich Zwiebeln. Ich hab mal von meinem Hausarzt, weil er gesagt hat, sie haben Schwierigkeiten mit dem Cholesterinwert. Ich so, das kann doch gar nicht sein, nur weil ich so viel Fleisch esse. Ja, genau, sagt er dann. Und dann hat er mir so Pillen aus Lachsöl verschrieben. Um so Omega-3-Fettsäuren. Ja, so. Wegen der, ja, aber da hab ich gedacht, kann ich da nicht einfach, mir einfach so Lachs kaufen? Das kam mir so komisch vor, weil das auch noch so Pillen waren, wo so ein oranges Öl drin war, damit man als Patient Pillen auch sieht, dass man Lachs zu sich ganz nimmt. Ganz schwierig. Hast du viel mit, ja klar, mit Medizin hast du viel zu tun, ne? Also Medizin klingt so wissenschaftlich, aber ja, eigentlich Ernährung ist ja für Sportler schon wichtig. Beschäftige ich mich schon viel mit, so grundsätzlich. Ingwer, ich muss jetzt Ingwer reiben. So, pass auf, jetzt kommt eine Frage, eine ältere Herrenfrage. Mhm. Liebe Laura, du bist ja eine erfolgreiche Fußballspielerin auf Weltniveau. Wie kommt man als junge Frau aus Norddeutschland, die nun wirklich alle Möglichkeiten hat, wirklich aus ihrem Leben was zu machen, wie kommt man dazu, sich in diesen Zirkus zu begeben? Bist du da so reingerutscht und hast irgendwann festgestellt, scheiße, jetzt bin ich Profi? Oder war das immer abzusehen? Ich finde das eine total gute Frage, aber ich tue es so schwer, die zu beantworten. Ich habe es einfach echt schon immer gemacht. Ich habe einfach immer Fußball gespielt, es hat mir richtig Spaß gemacht und ich habe nie aufgehört. Mhm. Und jetzt bin ich hier. Und ich weiß nicht, was dazwischen genau passiert ist. Lief ganz okay. Frauenfußball ist immer so ein bisschen sowohl organisatorisch als auch PR-mäßig natürlich noch im Schatten. Es ist alles schon besser geworden, zum Glück. Mhm. Aber immer noch im Schatten der Herren. Ist das denn was? Lohnt sich denn Profifußballerin sein? Lohnt sich das finanziell? Also, ist das was, wo man von leben kann? Also ich kann sehr gut davon leben, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich lehne mich zurück mit, keine Ahnung, 33 und arbeite nie wieder. Was ey, aber, ich auch nicht will. Um ich meine, aber es klingt jetzt wie so ein Nachteil, aber ist es nicht eigentlich auch ganz geil, dass man nicht so wie die Herren, die dann irgendwie so ab keine Ahnung, ausgesorgt ab 26, selbst wenn du bei Arminia Bielefeld spielst oder so. Und dass du dann vielleicht noch mal so Zweitgedanken für dein Leben machst, weil viele fallen ja dann noch nach der Profikarriere echt in ein Loch, ne? Und Alkohol oder noch schlimmer werden Funktionär beim FC Bayern oder so. Das sind ja ganz traurige Karrieren, die dann teilweise nach der Profikarriere stattfinden. Ich denke da gerne so drüber nach, also man will ja irgendwie ne, in seinem Leben, egal was man macht, einen Beitrag leisten zur Gesellschaft. Glücklicherweise mache ich das irgendwie, indem ich Fußball spiele, was total verrückt ist. Aber ich will ja danach nicht irgendwie aufhören, einen Beitrag zu leisten. Deswegen, ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich bin gespannt, ich habe noch keine Ahnung. Studierst du nebenbei noch? Oder? Ich habe aufgehört, ich schaff's nicht mehr. Hast abgebrochen? Ich bin aber, also ich kenne Leute, die können das. Ey, aber nur die Besten brechen ab, ehrlich. Nur die Besten sagen irgendwann, ich brauche Studium, brauche ich nicht mehr, weil ich kriege das auch alles so hin. Das sind nur die Besten. Weißt du, wo das? Ich habe mir sagen lassen, du weißt immer, wo alles ist. Olivenöl. Olivenöl ist hier. Jetzt sehe ich, da steht sogar ganz groß. Ja, ich habe abgebrochen, ich kann nicht lesen. Ach so. Ja. Schule abgebrochen, bevor ihr lesen gelernt habt. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, scheiße, was ist denn jetzt das Garam Masala und was ist mein? Das ist, glaube ich, mein Gewürz, was ich selbst gemacht habe. Das muss ich. So Geruchstest. Eins, Moment, eben. Eins, zwei. So, ich glaube, es ist heiß. Drei, genug. Vier. Und mein Garam Masala, also ich habe jetzt hier Koriander und Kreuzkümmel und noch ein halber Esslöffel Garam Masala. Magst du scharf oder nicht so? Mitte. Meine Nase läuft dann, aber das kann ja egal sein. Du hast es aber schon mal gemacht, hast du gesagt. Das Gericht habe ich schon mal gemacht, ja, genau. Das habe ich, bin mit Rainbow Tours, kennst du noch Rainbow Tours? Busreisen. Als ich noch richtig jung war, da konnte ich mir keinen Urlaub leisten, da ist man mit Rainbow Tours gefahren. Das war konnte man für 19 Euro, so ein bisschen wie Flixbus, nur mit noch längere Strecken und noch ein bisschen weirder. Und es war eine geschlossene Reisegruppe. Oh. Und zwar haben wir uns das Robbie Williams Konzert, als Robbie Williams noch
als er noch nicht verheiratet war und Kinder hatte und so. Findest du das uncool? Ja, ein bisschen uncool war es. Es war damals schon echt uncool. Aber es war halt so, oh, Robbie. Auf jeden Fall habe ich da dann in London dieses Gericht gegessen. Und seitdem, das ist mega lecker. Und habe ich irgendwann rausgefunden, das ist halt ein indisches Gericht. Aber eigentlich ist das ein englisches Gericht, was die Engländer einfach, wie es zu ihrer Art ist, geklaut haben. Also wie Döner im Grunde genommen. So, jetzt muss ich das Fleisch marinieren. Ein Teil kommt hier. Teil von dieser Würze. Bei mir passiert irgendwie nicht so viel. Ich wünschte, ich könnte jetzt auch so entertainen. Dann kannst du ein bisschen, kannst du mal Geheimnisse ausplaudern. Wer im Team ist richtig scheiße, wer ist cool, wer ist beim DFB doof. Immer wenn ich sehe, dass DFB-Funktionäre über Frauenfußball reden, das sind ja immer alte Herren, finde ich das immer irgendwie merkwürdig. Dass man dann denkt, ist doch meistens so, warum gibt es denn nicht einen zweiten Verband, wo also uncoole alte Frauen über Frauenfußball reden? So, also das wäre, ich glaube, wir machen einen Deckel von dir, ja. Klar. Ja, ich glaube, beim DFB soll sich ja jetzt auch ein bisschen was verändern, was ich gehört habe. Ein paar mehr Frauen. Wenn der Frauenfußball im Kommen ist, ist ja ganz praktisch eigentlich, wenn man auch ein paar Frauen dabei hat. Generell finde ich Gesellschaft eigentlich auch ganz cool mit Frauen meistens. Ich finde auch, Frauen sind unterschätzt. Frauen also dieser sind underrated, oder? Es sind vor allem ganz schön viele, also über die Hälfte, ne? Ja, das, ja, habe ich auch gehört. Woran liegt es, dass sie nicht den evolutionär längst nötigen Schritt vollführt haben, die Männer zu unterjochen und ihnen das heimzuzahlen, was sie die letzten 2 Millionen Jahre unter ihnen allein mussten. Weil sie es gar nicht nötig haben. Ja, das stimmt natürlich auch. Stell mal vor. Aber ehrlich gesagt, wäre the right way to go. Ich würde sagen, alles klar, solange ich meine Kochsendung weitermachen darf. da bin ich mir relativ sicher, dass du gute Chancen. So, ich habe jetzt hier das Hähnchen in eine Soße aus der Hälfte der Würzmasse und Joghurt getan. Das wird umgerührt und kann jetzt ein kleines bisschen, guck mal hier, riech mal. Das riecht sehr gut. Ist auf jeden Fall genug Marinade. Das wird bestimmt genau. Und das wird auch gleich, das wird gebraten. Ich tue es ein bisschen in den Kühlschrank. Ich will auch so cool sein wie du. Ich mache auch nach Gefühl. 5 Minuten so. Ich muss die Butter in einen Topf zerlassen. Noch ein Topf. Haben wir genug hier. Was brauchst du? Deine Küche ist echt gut ausgestattet. Das ist nicht meine Küche. Deswegen ist sie so gut ausgestattet. Hier sind Profis am Werk. Hast du eine gut ausgestattete Küche? Ich habe privat eine gut ausgestattete Küche. Ja. Aber ich hab jetzt die Küche ganz frisch umgebaut. Ich habe es irgendwie letztens schon mal erzählt. Ich habe 10 Jahre lang in einer alten IKEA-Küche von meinem Vormieter gewohnt, weil ich die Wohnung übernommen habe. Kennst du das, wenn man eine Wohnung übernimmt? Ja, die Küche kostet, du kriegst die Wohnung, aber die Küche kostet 22.000 Euro. Ich so, was? Das ist eine IKEA-Küche mit einem alten Herd. Ja, da kriegst du halt die Wohnung nicht. Und dann hatte ich die Küche 10 Jahre, habe die so durchgeschliffen und habe jetzt letztes Jahr gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Jetzt gebe ich mal Geld aus für eine Küche. Ach, guck mal, hier ist eine Uhr. Ja, wenn du gerne kochst. Oh, ja, wenn ich jetzt wüsste, wie viel Zeit schon vergangen ist, ne, dann würde ich auch einstellen. Ich würde sagen, im Spinat. Mach doch nach Gefühl. Der muss auf jeden Fall noch. Ja, nee, der muss da noch ein bisschen. Aber es ist so, ja, der muss noch. Vor allem muss da noch mehr rein. Es ist auf gar keinen Fall 5 Minuten. Ist das Knoblauch und Zwiebeln da unten drin? Ja, Knoblauch und Zwiebeln. Dann müssen wir gleich noch Salz und Pfeffer. Aber ich mach mal ein bisschen rein, weil es sind niemals 500 Gramm. Und ich glaube, wir brauchen echt viel Spinat eigentlich. Ich habe die falsche Platte angemacht. Anfängerfehler. Halb so schlimm. Also ich habe wirklich schon Leute gesehen, du ganz ehrlich. Ich habe schon gehört. Ich habe schon hier Leute gesehen. Da musst du dir gar keine Gedanken machen. Dann lass ich's lieber. Jetzt brauche ich Zwiebeln, weil die Basis für mein Gericht sind Zwiebeln. Und das ist Zwiebeln in meiner liebsten Form, weil es am einfachsten ist zu schneiden, nämlich in Ringen. Was war dein erster Verein? Holstein Kiel? Oder das wäre das erste Profi? Nee, da bin ich geboren, aber ich bin tatsächlich in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Wann merkt man als Eltern, wenn das Kind ein Leistungssportler wird? Weil das nervt doch wahnsinnig auch für Eltern, dich 5-mal die Woche dazu. Ich meine, ganz viel Butter hier rein. Also in dem Ort, wo ich gewohnt habe, da war der Fußballplatz halt um die Ecke. Und ich habe 9 Jahre mit Jungs gespielt, da musste ich nämlich nirgendwo hinfahren. Ich glaube, als wir dann umgezogen sind nach Kiel, zurück in die Heimat, da musste mich mein Vater tatsächlich jeden Tag 2x45 Minuten hin und zurück fahren und sich dazwischen dann halt auch da aufhalten. Du hast in der Mannschaft gespielt, als in der Jugend, in einer ganz normalen Jungsmannschaft. Ja. Und warst dann da, und wie war da die Regel? Wurde egal wie besetzt, also oder immer ein Mädchen pro Mannschaft? Oder was war da? Es gibt in einigen Ligen gibt's ja so Regeln. Sorry, dass ich lache. Das ist halt, für mich ist das so normal, darüber zu sprechen. Aber ich habe mit 4 angefangen im Verein, bei den Bambinis. Also wirklich, da haben wir noch gar keine richtigen Fußballspiele gehabt. Und ich kannte die Jungs halt schon von Anfang an. Und die mich. Und für die war das nichts Besonderes. Oh, das ist der Spinat. Das war total unnötig. Ich glaube, der ist immer noch nicht fertig. So. Genau, die Jungs kannten mich, nur die Gegner halt oft nicht. Dann war es halt immer so, ah, ein Mann weniger auf dem Feld. Das war dann immer richtig lustig. Und dann hast du sie aber dann am Ende abgezogen? Wir waren ganz gut, ja. Also, keine Ahnung, ich habe mir da nie so große Gedanken darüber gemacht. Ich wünschte, ich könnte jetzt richtig herzerwärmende Storys erzählen, wie schrecklich das für mich als einziges Mädchen war. Nee, das meine ich gar nicht, aber es ist ja schon, also auch so organisierter Kinderfußball ist ja schon so ein ziemliches Männerding und so ein kleines bisschen
Also jetzt no offense, ne, aber so ein, ich habe gespielt ab F-Jugend, Sportgemeinschaft Aumund 4 gesagt. Ich hab, war eingesetzt in der B-Mannschaft, ja, für besonders gut. Der ist gut. Und dann bin ich irgendwann auf die Position gewechselt, wo alle Kinder hin mussten, die selbst für die besonders gute Mannschaft richtig gut waren, nämlich Ersatztorwart. Oh. Und dann bin ich so lange dabei geblieben. Du warst echt nicht gut, ha? Ich war nicht gut, nee. Ich zeig dir was. Ich zeig dir was. Bitte. Pass auf, ich zeig dir was. Ich bin gespannt. Ach, nicht vorbereitet. Okay. Ist nicht vorbereitet. Hier, guck mal. Oh, wow. Das ist meine Jugendmannschaft. Und du bist? Na, rate mal. Ja, der Torwart. Nein, das bin ich. Das, da war ich noch nicht im Tor. Das bin ich. Ah, der Denker. Ich hab wirklich so die Hand am Kinn. So. Das hast du doch voll. Ist das eine gute Idee, jetzt hier so zu stehen? Wie ist es mit Persönlichkeitsrechte eigentlich? Was mache ich hier? Genau. Sportgemeinschaft Aumund 4 gesagt. Wären fast in den DFB-Pokal gekommen, die erste Herren letztens. Echt? Bei der Auslosung. Ja, die waren sie auch einmal schon. Gegen Unterhaching haben sie gespielt auf dem Werder Amateurplatz. Mhm. Ich bin total gestresst, weil ich mache Mehlschwitze. Das ist das Allerstressigste der Welt. Kann ich dir helfen oder willst du mal kurz ein bisschen Ruhe haben? Schon, nee, ich hab schon. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Ich muss nur gucken, was jetzt reinkommt. Nur falls Wasser ich wahrscheinlich, ne? Ja, Milch ein bisschen. Ah, ja, genau. Sollen wir hier nicht seit gestern? Nee, ist Milch. Perfekt. Soll ich Ruhe machen? Warte mal, 100. Nee, ich habe jetzt etwas hier schon. Ich habe Zwiebelringe angeschwitzt und habe gerade die andere Hälfte der Gewürzpaste hier reingetan. 600 Milliliter, das sind 600 Milliliter, gehe ich schon aus. Wenn du dann kochst, ne? Also du hast ja gesagt, du kochst manchmal. Ja. Was kochst du dann? Wenn ich koche, dann mache ich halt oft so Gemüsepfanne mit Reis, mache ich Gemüsesoße, Tomatensoße oder keine Ahnung. Es gibt ja auch so Abwandlungen, zum Beispiel Sudels. Kennst du? Alter. Wenn du, wie kann man Zucchini noch unattraktiver für Menschen machen, indem man Zucchini in kleine Streifen schneidet und das Ganze dann Sudels nennt? Ja, schrecklich. Das hat mit Nudels nichts zu tun. Es ist eigentlich, im Grunde ist es. Aber weißt du, ich finde es manchmal. Vorsicht. Ich weiß so, wie oft ich Zucchini esse. Sudels, Alter. Manchmal will ich es einfach in langen Streifen haben und so tun, als wären es Nudeln. Hast du auch so ein von Chibo so einen Sudelsmaker? Nee, ich schneide die. Ich schneide die Zucchini ganz dünn und das dauert so eine Dreiviertelstunde. Hm. Ich nehme mir da wirklich Zeit für, deswegen, ich muss die verteidigen. Sag mal noch mal kurz zurück zu deiner Zeit als. Wie viele Mädels waren in der Jungsmannschaft, als du in der Jugend gespielt hast? Null. Also du warst die Einzige? Ja. Und vor allem, ich bin mit 13 umgezogen und dann bin ich in eine Mädchenmannschaft automatisch. Okay. Und dann war das Thema irgendwie gegessen, aber ich habe weiter mit Jungs Fußball gespielt. Also erstmal, das war eigentlich richtig cool. Wir haben mit der Mädchenmannschaft in der Jungsliga gespielt. Mhm. Und das war geil, weil vorher war ich einfach so das Mädchen so in der Jungsmannschaft. Wenn wir gewonnen haben, dann lag es halt nicht an mir. Aber als wir dann mit der Mädchenmannschaft in der Jungsliga gespielt haben... Die haben dir die Schuld gegeben, die Jungs? Also wenn nee, ich meine nur, dann ich war halt nicht hauptverantwortlich so. Also wenn wir dann gegen die gewonnen haben, dann kannst du ja immer noch sagen, ja, spielst halt in der guten Mannschaft. Mhm. Aber als wir als Mädchenmannschaft die Jungs teilweise richtig rasiert haben in der Liga, gab es halt keine Ausreden mehr. Das war denen halt richtig peinlich dann, was ich total witzig finde. Wir waren auch ganz gut. Ich glaube, wir wurden Dritter oder so in der Liga. Laura, darf ich ganz kurz, pass auf. Ich habe jetzt gerade hier Tomatenmark noch in meine die Zwiebeln so angeschwitzt. Und Tomatenmark reingetan und die Würzpaste. Und jetzt habe ich Sahne dazu getan, während du hier so rumrührtest. Und jetzt mache ich gleich ein bisschen Mandeln rein. Oh. Gemahlene Mandeln, um das abzubinden, damit es so eine schöne, schlotzige Soße wird. Genau, jetzt hol ich das Hähnchen mal raus. The marinated chicken. Der Spinat ist so verbrannt. Oh, das ist okay. Riechst du das? Riecht gut, ist okay. jetzt musst du den Fail mit Worten kaschieren. Das ist ganz wichtig, dass man ein bisschen Röstaromen. Und das ist was ganz Feines, wenn da der Spinat so ein bisschen Farbe bekommt. Ich habe auch vergessen zu sagen, geröstete Spinat. Lasagne und das geröstete und Spinat gehört sehr eng zusammen. Ich brate jetzt hier mein mariniertes Hähnchen. Mein mariniertes Joghurthähnchen. Das muss richtig ultra heiß lecker anbraten. Bis das schön braun ist. Ich glaube, ich bin theoretisch meine Vorbereitung fertig. Ich muss das jetzt schichten. Du musst es gleich stapeln. Ja. Wie oft kochst du zu Hause? Du, ich koche fast jeden Tag. Ja, okay, krass. Ja. Und dann zu sagen, du kannst nicht so gut kochen, ist ja, ein bisschen aber das ist ja, ich kann nicht gut kochen. Es ist halt Funktionskochen. Das geht nicht um gut, sondern muss irgendwas sein, was Leute satt macht, mehrere Leute meistens satt macht. Ah, okay. Ich lade mir oft noch Freunde ein oder Leute von der Straße. Ach, du bist so gesellig. Nee, es muss mehrere Leute satt machen. Ich sitze immer alleine in meiner Küche. Und guck auf den Stapel Geld, den du vom DFB überwiesen bekommen hast. Exakt. Und dann hast du gar keinen Hunger. Einfach. Und lache einfach die ganze Zeit. Und hab gar keinen Hunger mehr, weil warum muss ich essen? Ich bin reich. Wozu, genau. Was hast du für ein Herd zu Hause? Induktion, Gas oder Induktion. Auch so eine Platte? Induktion.
Ja. Ich finde auch, ich muss auch sagen, Induktion ist das Beste. Aber ich kenne jemanden, der hat Gas und ich lehne immer so cool in der Küche und ich bin so oft, komme ich dann gegen diesen Gasschalter und dann höre ich nur so und dann denke ich so. Und ich habe einfach Schiss, dass ich nachts einfach vergesse, den Gashahn zuzumachen und dann morgens aufwache und nicht mehr aufwache. Mir ist es auch schon passiert, ich habe mal die erste Woche, die ich mal alleine gewohnt habe, habe ich den Fehler gemacht, ich habe irgendwas Heißes in der Pfanne angebraten und dann schnell rüber zur Spüle und kaltes Wasser drauf. Boom. Wann bist du denn ausgezogen? Direkt nach dem Abi mit 17. Welche Leistungsfächer? Die einfachste Kombo, die für mich gegen Deutsch, Englisch, Sozialkunde. Okay. Nicht mal Sport oder so dabei gewesen. Aber Sport in der Schule mag ich auch nicht. Wieso nicht? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwie, das ist ja auch so die klassische Frage, ob man noch weiter aus Spaß Fußball spielt nach der Karriere. Und ich kann das noch nicht beantworten, aber irgendwie glaube ich nein. Früher habe ich es gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat und es macht mir auch immer noch Spaß, aber das ist so dieser Leistungsgedanke dabei. Und irgendwie so, wenn ich im Urlaub bin, ich möchte nicht Fußball spielen am Strand oder so. Ja. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist nicht mein Ding. Ich habe auch in der privat auch keinen Bock auf irgendwelche Witze zum Beispiel. Ist mir auch, habe ich keinen Bock drauf. Erzähl mal, mach mal Lust, mach mal Witze, mach mal was Lustiges. Nee, genau. Macker, ich bin jetzt privat hier, halt mal die Fresse jetzt. Kannst du einen Trick? Genau. Kannst du einen Trick? Nee. Oder Bäcker wird auch nicht. Ich back mein Brot. Das Allerschlimmste ist, für mich ist das Allerschlimmste ist Karneval in Köln, weil eine Woche lang alle denken, dass sie mega lustig sind. Wahrscheinlich bei dir wie bei der, was ist das Äquivalent für eine Fußballerin, eine Profifußballerin? Charity-Spieler. Charity. Oh, weißt du, wenn du gut bist, finde ich alle richtig unsympathisch. Und wenn du scheiße bist, sind alle so, hä? Sie ist doch Profifußballerin. Und dann auch als Frauenfußballerin. Findest du, es sollten eines Tages mal Männer auch Frauenspiele pfeifen dürfen? Oder ist der Fußball noch nicht weit genug dafür? Also als Spielerin wünsche ich mir einfach gute Schiris. Es ist mir dann so egal, wer es ist. Weil ich auf dem Feld bin einfach nur genervt, wenn ich die Leistung schlecht finde. Aber das macht man ja automatisch, wenn man spielt, findet man den Schiri scheiße. Hast du auch so einen Agro-Mode? Also bist du, ja, ne? Ich bin so aggressiv. Nein, aber ich kann mir fies. Aber ich kann mir vorstellen, dass du bist richtig angepisst, wenn es nicht klappt, wie du es gerne hättest. Ich bin da gar nicht stolz drauf, weil das klang jetzt so ein bisschen so, als wäre ich da stolz drauf. Aber ich bin so, man ist ja, manchmal kommt das dann so ein bisschen durch, wie man ja auch im Privaten ist, man verstellt sich ja nicht immer. Mhm. Aber ich kann dann, wenn ich so genervt bin, dann mache ich so eine richtig fiese Bemerkung oder so und sag so irgendwas richtig Unsympathisches. Und dann, wenn man dann danach in der Kabine sitzt und das mal so kurz reflektiert, denkt man sich so, was zur Hölle habe ich denn da gesagt? Also du bist schon so besserwisserisch, so, ja, wissen Sie selbst, ne, das war kein Abseits. So. Aber du bist dann auch, kannst auch aggressiv werden, ne? Also wenn du dich durchsetzen willst, Ja, normales Level, würde ich sagen. Ein bisschen rumschreien gehört ja dazu, sonst wäre ja langweilig. Mhm. Also, weiß nicht, wie warst du als Ersatztorhüter so? Ersatztorwart ist dann wirklich, wenn es gar nicht anders ging, aber ich habe auch auf dem Feld gespielt und ich kann mich an eine Szene erinnern. Ich habe dann mal den Ball gehabt und dann ist der Ball, als ich den Ball geführt habe, über die Linie gerollt. Und dann hat der Schiri gepfiffen und meine Kameraden haben sich beschwert. Und dann hat der Schiri mich gefragt, war der Ball über die Linie oder nicht? Und ich so, na, war über die Linie. Und alle haben mich voll fertig gemacht. Fair. Bist du bescheuert, Mann? Warum sagst du denn, dass der über die Linie war, Mann? Wir hätten ihn haben können. Jetzt haben wir Ecke und haben ein Tor kassiert bekommen. Du warst deiner Zeit voraus. Weil ich denke mir jetzt immer, wenn würdest du das machen, wenn ich der Schiri fragen würde oder die Schiri? Dann würdest du never ever. Ich würde sagen. Ich weiß es nicht. Ist ihr Job? Ich weiß es nicht. Ich bin so im Tunnel. Ich will nur gewinnen. Aber ich finde es immer so lustig heutzutage, wo es ja Videobeweis gibt und so. Ne? Und wenn dann so Situationen sind, ich gucke ja auch Fußball, wo dann jemand offensichtlicherweise Scheiße gebaut hat. Und dann so zum Schiri geht und sagt so, oh, ich hab den nicht mal berührt, ich hab gar nichts gemacht. Und dann kommt direkt danach in die Zeitlupe, wo du siehst, genau was passiert ist. Und dann denke ich mir so, mal heutzutage muss man einfach aufhören zu schauspielern. Einfach ehrlich sein. Das ist das Einfachste eigentlich. Aber bei Schwalben zum Beispiel, das ist fast schon eingebaut teilweise. Weißt du, sich fallen lassen, wenn man so eine leichte Berührung um 16 bekommt. Das passiert automatisch. Das hast du so drin, das lernt man wahrscheinlich im Training bei euch, ne? Ja, da machen wir extra Einheiten. Schwalbeneinheiten. So, ich nur mal kurz zu sagen, zu deinem Gericht. An, ne? So ist unten ganz wichtig. Das riecht wirklich gut. Es riecht total gut. Sieht ein bisschen, aber siehst du ja gleich in der Lasagne nicht. Das ist das Flair, ja, genau. Und dann erste Schicht, jetzt kommt Spinat, dann kommt Lachs und oben drauf kommt dann Parmesan und man mischt das ein bisschen mit Mozzarella, damit es besser zerfließt. Ja. Ich habe mich mal mit der 100-Meter-Läuferin Gina Lückenkämper unterhalten. Ja. Die, sie ist ja Einzelkämpferin, also natürlich außer sie läuft Staffel. Aber die hat davon berichtet, dass sie als Einzelkämpferin gerade so im olympischen Kontext
super streng mit Doping, ne? Mhm. Ist das bei euch auch so? Also müsst ihr dann so in, werdet ihr rausgeholt oder müsst ihr in so eine komische Kabine und dann einmal in so Becher und so? Wir haben, also ich glaube, das ist ja ein ganzes System. Mhm. NADA, WADA, gibt es ja die verschiedenen Agenturen weltweit, national. Da sind wir halt auch eingetragen. Das heißt, regelmäßig kommt mal jemand bei mir vorbei, einfach unangemeldet, klingelt zu Hause. Und ich bin so, kommt schon wieder ein Paket? Und dann ist so, hallo, hier ist die NADA. Und ich bin immer so, oh nee. Weil dann kommen die halt hoch, dann setzen sie sich hin, dann gucken die dir beim Pinkeln zu. Die gucken dir beim Pinkeln zu? Die müssen, also... Privat auf deiner Privattoilette? Das ist so skurril. Also eigentlich, wenn man ja zu Hause ist, zu Hause, ne? Da will man keinen reinlassen. Und wie läuft das juristisch, wenn du deinen Vertrag unterschreibst? Ist da irgendeine Passage mit der NADA-WADA-Passage? Das frage ich mich auch immer. Bei Eintracht Frankfurt steht NADA-WADA drin, wann ab und zu kommt einer vorbei. Und nur, dass sie wissen... Ich habe natürlich alles durchgelesen, was ich unterschrieben habe. Ist nur eine Weile her. Ach so. Aber keine Ahnung, als Sportler, das gehört dazu, man weiß ja auch warum. Mhm. Das macht ja auch einen Sinn. Ich finde es nur ja, echt skurril, wenn ich auf meiner Toilette sitze und mir halt irgendjemand beim Pinkeln zuguckt. Aber eine Frau ist dann schon noch dabei. Ja, es ist ein Arzt dabei oder eine Ärztin und eben eine weibliche Beobachterin. Die hat bestimmt auch einen cooleren Namen als Beobachterin. Männlicher Beobachter jetzt bei der Lasagne. Schöne Überleitung. Genau, ich habe fertig geschichtet. Und jetzt machen wir eine Mischung aus Mozzarella. Mhm. Käse immer viel, oder? Bist Käse, Käse immer viel, ja, sehr gerne. Und dann machen wir Parmesan. Mhm, So. Das sieht doch gut aus. Sieht sehr gut aus. Oder? Und das kommt jetzt in den Ofen. Ich packe das jetzt einfach rein und dann können wir den Timer stellen, theoretisch. Dann wie lange ist denn? 30. Du. Da haben wir noch einiges zu besprechen. Ich habe die Zeit. Du hast Getränke mitgebracht. Ja. Das ist jetzt neu in diesem Jahr. Die GästeInnen bringen Getränke mit. Oh, jetzt haben bin wir noch, ich gespannt. Ist haben das, wir noch Eis? Das sieht ja total... Also du bist Fußballerin, ne? Das heißt, ja. Du bist hart Alkohol erfahren. Ist das was, was mich jetzt komplett wegballert? Es ist ein Virginity-Wasser. Ein Virginity-Wasser? Erlangt man damit seine Jungfräulichkeit zurück, meinst du? Ja, genau. Nee, ist kein Alkohol drin. Ich mach das einfach mal freihand hier. Virginity-Wasser. Ich trinke wahnsinnig gern Virgin Colada. Virgin Colada. Virginity Colada klingt aber auch gut, oder nicht? Und was ist da drin? Wasser, Zitronensaft und 3 Himbeeren. Wasser, Zitronensaft und 3 Himbeeren? Oh, das ist sehr lecker. Und was macht man? Den Himbeeren kann man dann mit dem Strohhalm da so rauspulen, ne? Die habe ich nur reingemacht, weil die da standen. Und ich dachte, ich kann jetzt nicht nur Wasser und Zitronensaft zusammenmixen. Aber macht Spaß, oder? Hm. Wann ist denn die scheiß Lasagne endlich fertig? Was macht denn die Uhr? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich hole die jetzt einmal mal raus. Warum hat die denn keine Griffe an der Seite? Die sieht perfekt aus. Da ist er. Wie wenig angebrannt der Spinat ist. Und auch genug Soße. Guck mal, ist das nicht schön? Ja, das ich gebe dir die schöne. So. Herzlich willkommen. Jetzt wird gegessen. Der beste Teil, oder? Ja. Guten Appetit. Vielen Dank, dass du da bist. Ob, dass du es noch einrichten konntest. Mhm. Oder? Magst du Fisch eigentlich? Ja. Ja? Aber Lachs ist ja so ein... Lachs zählt eigentlich als Fisch. Oder? Das mag jeder. Das ist schon fast langweilig. Sorry, das ist so viel Frage zu deinem Beruf, ne? Ja. Du kannst auch natürlich fragen, aber... Wie lange geht die natürliche Karriere einer Frauenfußballerin körperlich? Auch bis Ende 30? Oder sagt man irgendwann, alles klar, Leute, ich bin jetzt hier raus, weil ich will jetzt hier noch, keine Ahnung, Family gründen? Ist ja auch. Ich glaube, die Frage kommt so für mich 3 Jahre zu früh zu beantworten, weil diese Professionalität, die haben wir erst seit ein paar Jahren. Also dieses Extreme, okay, Frauenfußball wird auch als Profisport betrachtet und auch so bezahlt, gab es vorher nicht. Das heißt, ich glaube, oft, körperlich kann man es gar nicht sagen, weil oft haben einfach Fußballerinnen aufgehört, weil sie auch arbeiten mussten irgendwann oder weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Fußball ist schon eine sehr ja, durchstrukturierte und verkopfte Blase. Und ich finde es total angenehm, dass wir durch solche Themen, wie zum Beispiel eine Mutterschaft, das ein bisschen aufbrechen und vielleicht ein bisschen anders drauf gucken und drüber sprechen. Deswegen, ich persönlich finde es sehr angenehm und ich finde, da sollte sowieso ein bisschen mehr Schwung in die Sache gebracht werden, ein bisschen mehr Lockerheit. Ich darf dich jetzt einladen, ein bisschen vom Chicken Tikka Masala zu probieren. Ja. Du bist stolz, ich merk's. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Bam! Aber meine Nase wird safe gleich anfangen zu machen. Ja, aber so geht eigentlich. 3 Chili. Ja, aber ich bin so am Öl, Alter. Ich bin am Schwitzen, wirklich. Das wird mir selbst langsam ich zu viel. Ich bin am Sweaten, wirklich, ehrlich. Ich muss noch so einen Ring drum machen. Ich bin am Sweaten ohne Ende, ey. Aber merkst du, wie es mir schmeckt? Ich esse fast auf hier.
Das ist das, das kann man total, da kann man total viel von essen, weil da so diese Limone am Ende, habe ich zwei Limonen da reingeknallt. Ja, die schmecke ich tatsächlich. Ja, und das ist nämlich so, das ist so, das ist genau die Säure, weswegen man da unendlich viel von essen kann. Das ist ein bisschen scharf. Wenn man scharf. Dann noch Säure in seinem Lieblingsgetränk hat. Ich merke, dir schmeckt's. Ich habe was ausgetrunken. Das schmeckt total lecker. Dann auch Himbeeren drin. Das ist wie ein Nachtisch eigentlich. Hm. Das ist wie ein Drei-Gänge-Menü gerade. Ich werde alle Spiele gucken von dir und werde mir das alles angucken. Komm, wir machen noch wie bei den Aufnahmen für FIFA. Ja, mach mal nicht so. Warte, wir drehen es um und dann musst du aufstehen. Und dann ja. Ein bisschen lächeln.